Wir schauen uns im heutigen Video diese Wasserkühlung an, und zwar die Deepcool LS720 SE Digital Edition. Diese bekommt ihr zum Beispiel bei Amazon für etwa 99 Euro. Das ist auf jeden Fall erstmal ein günstiger Preis. Wir schauen uns heute an, wie die Wasserkühlung wirkt, wenn sie zum Beispiel Farben wiedergibt, was die Besonderheiten sind, was die Features sind, die diese Wasserkühlung mit sich bringt. Ich bin gespannt, ob schon jemand Erfahrung mit dieser Wasserkühlung hat. Der kann das ja gerne mal in die Kommentare schreiben und mal seine Meinung dazu abgeben. Und wie gewohnt starten wir jetzt natürlich mit den Zahlen, Daten und Fakten. Der Radiator ist 407 mm lang und 120 mm breit und 27 mm dick. Ebenso kann ich sagen, dass die Kühlschläuche 410 mm lang sind. Die Pumpe bzw. das Pumpengehäuse ist 86 mm hoch, 74 mm breit und baut 57 mm im Gehäuse auf. Die Pumpe kann eine Drehzahl bis 3100 Umdrehungen erreichen, plus minus 10%, und wird dabei etwa 19 Dezibel laut im Pegel. Das heißt aber nicht, dass das Maximalgeräusch ist. Die Pumpe bringt einen 3-Pin-Anschluss mit, einen RGB-Anschluss und einen USB 2.0-Anschluss. Die LS720 kommt mit diesen drei Lüftern zu euch, und zwar aus der FC-Serie. Abmessungen sind 120 x 120 mm und die bauen 25 mm auf. Somit kommt der Radiator mit den Lüftern auf eine Gesamtbauhöhe von 52 mm. Die Lüfter besitzen eine PWM-Steuerung und können von 500 bis 2250 Umdrehungen die Minute erreichen. Dabei werden die Lüfter etwa 33 Dezibel laut. Die Lüfter haben hier eigene Anschlüsse, die ihr dann mit einem Adapter auf einen 4-Pin-PWM-Stecker führen könnt. Ebenso wird dann auch gleich das RGB-Signal mit separatem RGB-Stecker abgegriffen. Ihr könnt dann also sozusagen die RGB-Steuerung der Pumpe mit der Lüfter kombinieren, indem ihr einfach die Stecker zusammenführt. Es ist wirklich alles sehr hochwertig gearbeitet und man hat haptisch wirklich ein gutes Gefühl, wenn man die Wasserkühlung zusammensetzt. Bei Deepcool Produkten macht mir lediglich die Farbe des Logos auf den Lüftern und auf den Pumpen zu schaffen, denn die Farbe ist wirklich schwer kombinierbar. Entweder hält man alles dann in Dunkel, in Schwarz, oder man kombiniert das wirklich in derselben Farbe. Das sind zumindest meine Erfahrungen und ist meine Meinung dazu. Aber Gott sei Dank hat ja die Farbe nichts mit der Funktionsweise zu tun. Die RGB-Darstellung der Lüfter finde ich persönlich etwas schwach. Die LEDs sind ziemlich weit auseinander und strahlen nicht wirklich bis in die Lüfterblätter. Vielleicht ist das auch so gewollt, damit es etwas dezenter wirkt. Einigen wird das wahrscheinlich auch gefallen, aber mir persönlich ist es einfach zu wenig. Wenn RGB, dann bitte so, dass auch der ganze Lüfter strahlt. Aber ich gebe ja hier auch nur meine persönliche Meinung dazu ab. Wiederum muss ich sagen, dass die RGB-Beleuchtung oder die LED-Beleuchtung der Pumpe wirklich hervorragend ist. Vollflächig, sieht gut aus, hat gute Übergänge, keine Spots zu sehen, absolut top. Doch kommen wir mal zu einem wichtigen Thema, und zwar: Wie steuert man denn hier die RGB-Beleuchtung oder die Anzeige der Pumpe? Das hat mir etwas Kopfzerbrechen bereitet, denn wenn man die Pumpe einfach so anschließt, leuchtet nur das Logo, der LED-Rand, und man kann auch die RGB-Beleuchtung der Lüfter steuern. Aber wie kommt man dann hier unten an diese Anzeige heran? Tja, ist doch ganz einfach. Einfach mal auf die Internetseite schauen, Produkt eingeben, und schon kann man sehen, ob man dafür was downloaden kann. Fehlanzeige. Da es sich hier um die Digitalvariante handelt, setzt Deepcool voraus, dass wir um die Ecke denken können. Denn dafür gibt es eine Software, und zwar die Digitalsoftware, die wir kennen von den Luftkühlern, von den AK400, 500, 620 Digital-Editionen. Die haben eine Anzeige auf dem Luftkühler, welche man nach seinen Bedürfnissen anpassen kann. Also muss man auf der Internetseite auf dieses Produkt gehen, dann ganz nach unten scrollen, und schon findet man die Digitalsoftware. Heruntergeladen und installiert und fertig. Doch wo findet man die dann auf seinem Rechner? Richtig, in der Taskleiste unten. Einfach mit der rechten Maustaste das Programm öffnen, und schon hat man verschiedene Einstellmöglichkeiten. Nicht so umfangreich wie bei manch anderen, aber in meinen Augen genau auf das Wesentliche begrenzt. Anzeige nach Temperatur, Watt, Grad Celsius oder Fahrenheit, und man kann sich auch eine Warnung einschalten lassen. Leider konnte ich das nicht testen, aber ich habe gelesen, dass ab 90 Grad die Anzeige anfängt rot zu blinken.
Wenn man das einmal hat, ist es eigentlich ein wirklich gutes Feature und finde das auch ziemlich dezent und schön gemacht und völlig ausreichend mit der Darstellung. Natürlich hatte die Wasserkühlung beim Cinebench R23 Durchlauf keine Probleme mit dem Prozessor. Der Prozessor läuft auch ganz normal ohne Overclocking oder Powerlimits anheben oder ähnliche Sachen. 75 bis 77 Watt, der Ryzen 7 5700X. Und die LS720 konnte diesen konstant bei etwa um die 50 Grad halten. Mir ist nur aufgefallen, dass das Display die Anzeige 1 bis 2 Grad weniger anzeigt als der Höchstwert in HW Info. Das hat den Hintergrund, dass lediglich der Durchschnitt aller Kerne hier dargestellt wird. Mein Fazit zu der Deepcool LS720 SE Digital. Ich finde, für diesen Preis ist es wirklich eine super Wasserkühlung, die man sich zulegen kann. Wenn man nicht gerade den absoluten RGB-Wahnsinn erwartet, dann ist man hier wirklich gut bedient. Wenn man natürlich über Umwege noch die Software findet, mit der man dann die Anzeige richtig darstellen kann, dann ist das wirklich grundsolide. Ich finde die Lüfter wahnsinnig hochwertig mit ihrer Gummierung. Haptisch fühlt sich die Pumpe wirklich sehr gut an. Auch optisch habe ich keinerlei Mängel feststellen können. Aufgefallen ist, dass die Schläuche ziemlich flexibel sind. Das finde ich sehr gut. Macht den Verbau und die Ausrichtung auf jeden Fall einfacher. Auch der Lieferumfang ist natürlich ausreichend und hat auch alle Befestigungen für alle erdenklichen Sockel mit dabei. Auch das Anschließen ist relativ simpel und die LS720 besetzt dann sozusagen vier Steckplätze. Einmal den Pumpenheader, einmal einen CPU-Fan-Header, einen USB 2.0-Header und einen ARGB-Header. Kritik muss ich trotzdem äußern, und zwar ist mir die Pumpe wirklich zu laut. Und zu laut meine ich nicht, dass es sehr störend ist, sondern sie sondert einfach ein störendes Geräusch ab. In einer bestimmten Frequenz, welche man dann einfach wahrnimmt. Es ist ein ziemlich hohes Geräusch und einfach immer präsent. Die Lüfter dagegen hörbar, aber nicht störend. Ich glaube, es gibt keine Lüfter, die absolut nicht hörbar sind. Für einen Preis von um die 100 Euro bekommt ihr hier wirklich etwas Grundsolides. Wer auf die RGB-Effekte und extrovertierte Erscheinung Wert legt, der ist natürlich hier nicht gut beraten. Wer aber Minimalismus und dezente Beleuchtung in seinem Case haben möchte, der ist hier wirklich gut bedient. Und wer sich jetzt fragt, ich finde doch die Digital-Edition von der LS720 gar nicht richtig, die gibt es nur bei Amazon, zumindest Stand heute. Ansonsten bekommt ihr die LS720 mit denselben Umfängen, lediglich mit einem anderen Display, für genauso 99 Euro. Eine Sache habe ich da noch für euch, und zwar ist mir aufgefallen, dass 80% der Zuschauer meine Videos den Kanal nicht abonniert haben. Drückt doch auf den Abonnieren-Button, aktiviert die Glocke, ihr unterstützt damit meine Arbeit und den Kanal. Vielen Dank. Also lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, und abonniert den Kanal, wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.